Ja, liebe Leute, damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Transport FIFA 2. Ich möchte eigentlich heute gerne an der Strecke weiterbauen, denn unsere inszenierte Gotthardbahn, die funktioniert soweit und der Zug fährt da auch fleißig hin und her. Also gerade in der Einfahrt mit 115 Leuten und 153 Spauten. Den müssen wir eventuell nochmal erweitern. Wir können eigentlich immer wieder laufen lassen. Und ich liebe diese Lok. Sieht einfach so schön aus. Und das Depot, auf das bin ich echt stolz. Okay, was ich machen möchte, ich habe gemeint, das war es ja dann mit der SBB-Strecke. Wir werden vielleicht doch noch die SBB-Strecke um eins erweitern. Und zwar will ich hier den Anschluss nach Aylesheim machen und das auch noch mit der SBB. Hier haben wir ja die Abzweigung gemacht und die Strecke soll dann hier Holle runtergehen und eventuell dann weiter nach Bishop Auckland. Und das werde ich entweder als deutsche Strecke machen oder englisch. Weil es wird sich dann anbieten, dass das irgendwie so ein Übergangsbahnhof ist. Hier so englisch-deutsch, je nachdem, was ich dann mache. Und hier halt noch die Schweiz. Mit unterschiedlichen Signalen etc. Da braucht man dann auch noch ein eigenes Depot. Aber die Strecke ist mir jetzt erstmal zu lang. Ja, das müssen wir hier auch noch anschließen. Aber da haben wir erstmal unseren Busverkehr hier. Macht der eigentlich Gewinn? Mal schauen. Naja, Tatsache. Jetzt nicht gerade viel, aber immerhin. Und hier bei den Diagrammen. Ja, steigt an. Lass uns mal überlegen, was wir da machen. Da könnte man vielleicht die Mariazellerbahn rund, also hin und her fahren lassen. Hm. Dann müssten wir aber hier irgendwie noch so einen Mini-Bahnhof dazu machen, weil die Mariazellerbahn hat nicht die gleiche Spurweite. Und das wäre dann wieder ÖBB. Gut, fangen wir an mit dem Bau. Hier muss ich auch die Straße wieder anschließen. Das will ich erstmal hier weg haben. Und dann will ich eigentlich da mit der Geraden weiterfahren. Auch wieder 160 Holz. Mit Oberleitung. So, wo fängt die Kurve hier an? Gehen wir hier, machen es so. Ist richtig aus. Und natürlich ins Autosave. Okay, der Wegpunkt muss hier weg. Also wir machen hier beide mal weg. Und wo ist der Snappoint? Hier. Doch gar nicht schlecht aus. Okay, dann wollte ich da für einen Moment. Nachdem wir ja hier eh die ganze Zeit gerade fahren, dann könnten wir eigentlich hier eine Kurve machen, damit wir da vorbeikommen. So sanft wie möglich. Ungefähr so. Na, gehen wir ein bisschen weiter vorbei. Ich glaube, ich mache es erstmal mit einem Gleis, um zu schauen, wie die Strecke wird, bevor ich das zweite ziehe. Auch wenn so der Bau teurer wird. Wir müssen da vor allem mit dem Gelände mal schauen. Ich glaube, da will ich keine Brücke. Da werden wir hier mit Erdboden arbeiten. So, und hier glaube ich, kommen wir nicht drum rum, dass wir mit dem Tunnel fahren. Ich hätte mal überlegt, ob wir nicht auch da durchkommen, aber es ist viel zu hoch. Also zu steil, besser gesagt. Also wenn wir hier um den Berg so rumfahren. So will ich das aber nicht. Das Maxi. Achso, interessant. Machen wir es mal so. Dann hier wieder ein Stück gerade. Ja.
keine Kurven aufeinander machen. Immer was gerade das dazwischen. Und dann fahren wir hier so rum. Können wir das vielleicht ganz durchziehen hier so? Wenn wir das machen, dann sind wir hier. Ja, wir kommen hier nicht raus. Weil zu hoch. Wir könnten natürlich hier eine Schleife machen, um hier zu fahren. Und hier ein kleines Viadukt. Ich würde sagen, das hier und das hier. Dann brauchen wir jetzt wieder ein Stück gerade. Jetzt haben wir aber hier Dauertunnel, ne? Mal wieder. Wisst ihr was, wir probieren das jetzt mal mit der Schleife. Wie mache ich das jetzt am tiefsten? Wäre jetzt ein Tool nicht schlecht. Hier sagen ein 80er. Wird das jetzt mit 80 weiterführen? Ich jetzt hier genau drüber. Was passiert, wenn ich hier ein Viadukt mache? Jetzt wird einfach mal schauen, ob das jetzt dann gleich optisch wird. Ja, Brückenpfeilerkollision, das habe ich mir schon fast gedacht. Müssen wir doch mit einem Radius fahren, der etwas enger wird. Jetzt tun wir das mal. Ab da nochmal neu. Ich hätte gern, dass du hier gleich bleiben, nach oben gehst, so wie vorher. So eine Konstruktion gibt es übrigens in der Schweiz, ne? Das sieht man immer wieder auf die Postkarten. Und dann hier mit. Das reicht noch nicht ganz. Ich würde dann hier gern gerad werden. Ist die Kurve halt nicht ganz gleichbleibend. Was ich persönlich jetzt nicht so geil finde. Bei. Ich denke, sowas lasse ich mir noch einreden da. Okay. Und würde ich jetzt hier gerad weiterfahren? Hier beim Berg raus. No. Ich habe das mit der falschen Steigung gemacht. Ah, no. Da wäre noch eine Stufe gegangen. Okay, machen wir das nochmal. Ah, Bäume nerven hier bei sowas. Okay, ungefähr da die Hälfte. Einloggen hier bitte. Das hier, das hier. Schauen, dass wir sie hier machen.
würde gerne ein bisschen an dem Berg vorbei. Soll heißen, wir machen es so. Hätte man hier gerade so fahren können, ungefähr. Okay, und jetzt gerade. Mal schauen. Der Tunnel ist ja noch klar. Ich glaube, jetzt hat er hier gelockt. Wie viel fehlt's denn? Schon einiges. Sollen wir vielleicht doch mal höher werden. Und dann erst hier wieder raus. Okay, dann gehen wir hier mal auf mehr Steigung. Auch mal entsprechend eine starke Lokomotive dann. Okay, jetzt kommen wir hier raus. Die Lokomotive werden keinen Spaß haben mit der Strecke. Und dann brauchen wir eine Kurve und die Straße muss hier mal weg. Jetzt schauen, die Stadt ist dann hier. Machen wir hier am Kopfbahnhof, würde ich sagen. Souvenir mache ich doch. Ist das jetzt perfekt gerade hier? Ja. Und auch das muss weg. Das werden wir dann alles nochmal neu machen. Okay. Und dann flanschen wir hier den Bahnhof ran. Könnte man gerade mal schauen. Ich glaube, ich gehe auf einen schönen Bahnhof und Plattformlänge. Könnte man eigentlich mal 320 Meter machen. Mit was zum. Warum habe ich das bauen können? Okay. nein, danke, du kannst hier wieder weg. Ich wollte hier drei Gleise haben. Ah, ich glaube, ich bin auf trotzdem bauen kommen. Dann ist er hier hinten. Nö, da fahren wir noch ein bisschen weiter. Komm jetzt. Okay, nochmal. Das kriege ich hin. Okay. Dann haben wir hier unseren langen, eigentlichen englischen Bahnhof. Ich finde aber das Gebäude echt schön. Den Part werden wir eingleisig lassen. Den hier. Und dann fahren wir jetzt schon mal zweigleisig. Ich mache das aber von da. Damit ich die richtige Seite habe. Hier können wir auch noch zweigleisig fahren. Und dann fahren wir hier vor dem Tunnel einmal raus. Und verbinden hier. Und jetzt muss ich schauen, das Gleis, glaube ich, war das untere. Und das gleiche Spiel von da. Zeit weiterlaufen lassen, dann kriegen wir auch noch Geld. Das nächste, was ich machen werde, ist hier das auf schön machen, bevor ich die Strecke weiter ausbaue. Jetzt ist die Frage. Machen wir das mal so.
Man hätte es vermutlich auch hier machen können. Dann hätten wir uns den Weg hier sparen können. So. Ich sag das ziemlich oft, ne? So. machen wir das mal hier einen schönen. Und nicht aufstehen, wenn das kacke aussieht. Wie sehen wir hier aus? Kleinere Werkzeuggröße da. Sieht das optisch aus? Gar nicht mal so doof. Okay. Da lassen sich vermutlich noch schöne Aufnahmen machen. So, da braucht es nichts. Hier noch. Ja, das lasse ich mir einreden. Okidoki. Dann könnte man eigentlich hier auch so ein kleines Depot machen mit Abstellung. Das erste, was wir hier machen, ist, ach, das mit der Gleisgeschwindigkeit können wir später machen. Ungefähr bis hier hinziehen. Jetzt stellen wir uns hier ein Depot rein. Wenn es jetzt passt. Seite. Good enough. Ach nö, jetzt habe ich kein Geld mehr. Minus 420. Okay, müssen wir ein bisschen warten. Also das werden wir hier noch anschließen, mal vorziehen und wir werden dann hier noch eine Abstellung machen. Eine kleine und vielleicht ein, zwei Depotgebäude noch. Dass wir hier so ein kleines Service Center haben. Dann hier natürlich den Straßenanschluss in schön, irgendwie so. Straße ist eigentlich eh soweit ganz gut erweitert und dann brauchen wir hier eine Lokalbahn noch. So, jetzt haben wir wieder 4 Millionen, sehr gut. Könnten wir es eigentlich gerade so weiterziehen. Ich mach das mal bis da. Können wir das gerade kombinieren? Basics first. Hier eine Kreuzung. Hier so eine Abstellung. Ich muss gerade mal experimentieren. Sieht es okay aus? Ja. Dann haben wir hier eigentlich jetzt drei Abstellgleise und die unteren zwei, ja, die müssen dann wieder auf die Hauptstrecke. Wir werden sagen, die geht ins Depot. Haben wir sowas, ey, warum snappst du nicht? Dann werden wir uns hier noch was einfallen lassen. Aber ich hätte gern ab da eine Verbindung nach da. So kleinstmöglich, wenn es geht. Spannend, spannend, spannend. Was das Maximale ist, was ich hier so weiterfahren kann, das ist eh das hier so. Und dann hier rein, ganz nach unten ziehen. Suchen wir das gleiche auch hier. Du kriegst keinen Anschluss mehr, dann machen wir den Anschluss halt hier nach da unten. Okay, und die müssten aber noch mal einmal auf die andere Seite. Also machen wir hier noch mal den hier. Und dann kann man hier auf alle Gleise fahren.
Inklusive Abstellung. Okay. Hier, von die Gebäude her. Sollen wir... Ich hätte jetzt ein bisschen Bock auf das Gebäude da. Und dann fahren wir hier noch einmal raus. Keine Servicegebäude. Cool. Dann sagen wir, hier kann man hier noch wechseln. Kann man nie da rein. Hier nochmal. Okay, dann müssen wir das noch bestücken. Fangen wir mal mit den Signale an. Wir haben gesagt, das ist noch die Schweiz hier. Also das ist die Schweiz, die SBB zumindest. Ein Ausfahrsignal. Ich glaube, da reicht einfach grün. Und ich hätte es gerne rechts. Okay, für die Einfahrt. Gleis besetzt, Gleis besetzt. Ich würde sagen, bleibst du dann hier mal stehen. Jetzt kann man, wo ist 60? Das ist 60 da. Wann brauchen die das zum ersten Mal? Hier bei der Ausfahrt. Wir machen es auf gleiche Höhe. Sie rausfahren. Okay, dann haben wir hier alles. Gutes Signal noch einmal hier. Und jetzt machen wir Autosig. Die Richtung müssen wir schon mal haben. Ah, interessant, da macht das dann nicht mehr. Das nächste Signal eigentlich hier hinsetzen. Trifft eigentlich ganz gut. Das passt sogar eigentlich, da wenn es da zusammengeht, okay. Aber hier brauchen wir es noch in die Richtung. Es ist in Ordnung. Sehr gut. Dann machen wir das hier nochmal in schön. Und tun das bestücken. Was stellen wir denn da hin? Erstmal dich. Also welches Gleis brauche ich denn nicht? Ich fange erstmal mit dem hier an. Ist erstmal du. Und dann brauchen wir noch ein paar Wagen. Ist so unübersichtlich hier. Wo sind die Personenwagen? Hier. Ein paar von denen. Zusammen geht es leider mal wieder nicht. Okay, dann hätte ich gerne mal die Lok wieder. Wo habe ich die jetzt? Habe ich jetzt hier raus? Ja. Das wäre ein Zug. Hier oben hätte ich gern, dass du einmal da stehst. Zur Unterstützung.
Und der Krokodil hier auf dem äußersten. Mit vielleicht irgendwas Historischem. Wo waren die Wagen jetzt drin? Da. Ja, das sind Donnerbüchsen. Cool. Was haben wir hier noch? Ah, das ist auch noch ganz interessante Wagen. Das ist. Das Gleis wird befahren. Das heißt, dann stellen wir dich hier nochmal hin. Ich glaube, EB3 heißen die. Die haben es jetzt gerade. Jetzt im Dezember bei der BLS ausrangiert. Okay. Also, das und das wird befahren, das ist Abstellung und das wird befahren. Dann haben wir jetzt hier mal ein bisschen was stehen. Noch sagen, einer von denen steht gerade da. Machen da Revision oder so. Straßenanschluss. Da werden wir hier noch ein paar Gebäude hinstellen. Macht jetzt hier mit dem Boden gar nichts. Will ich trotzdem bauen. Dann das geht hier noch so ein bisschen weiter. Sehr gut. Das wäre das. Hätte ich noch ein bisschen Deko hier machen wollen, einfach nur so damit schöner aussieht. Also einerseits hätte ich gern den Wald gemischt hier mal ein bisschen. Sieht sonst so nackt aus. Nach hier. Können wir jetzt gerade wieder alle Sachen entfernen, die ein bisschen zu dicht an den Gleisen sind. Wie die Kandidaten da. Und den hier. Der Rest scheint in Ordnung zu sein. Sehr gut. Dann scrollen wir mal durch. Deko-technisch. So ein LKW hätte ich gern. Ja, den lassen wir mal hier stehen. Da brauche ich nichts. Ah, ein Stellwerk. Wobei, nicht, dann nehmen wir jetzt mal ein deutsches Stellwerk. Ein paar Personen. Wasserturm braucht man da eigentlich nicht. Da Stellwerk. Stellwerk Krefeld. Lass mal das hier stehen. Wird vielleicht sehen, wenn das dann hier ist. Sieht das okay aus? Ja, einigermaßen. Okay. Ah, sitzt Industrial. Wobei, so was hätten wir auch machen können. Food Tracks. Nö, das machen wir anders mal. Gebäudetechnisch. Weiter scrollen. Erstmal nochmal genug. Nö. Verkehrstafeln, aber das sollten wir noch machen. Du darfst hier 160 fahren. Rechts. Und Einfahrt gern hier mit maximal 100. Das heißt, ich brauche eine Vorwartung für 100. Die machen wir irgendwo hier.
Und da vorne dann 80. Hier mal die Vorwarnung auf 80. Hier kann man gerade wieder 160 sagen. Oder machen wir die dann gerade schon hier? Ja. Ab da wieder 160. Und ab hier 180. Ah, 80, Entschuldigung. Der düst dann hier runter. Die 80er Tafel brauchen wir auch hier. 160 wieder da. Dann brauchen wir noch vorn, geht ungefähr 80. Die werden wir irgendwo hier hinstellen. Und dann geht es ja eh auf die Hauptstrecke. So. Wegpunkte. Ich hätte gern. Beifahrt. Bist du das Richtige? Nö, da fehlt der Masten. Bist du das Normale? Du bist das Normale. Okay. Da. Einmal da und auf der anderen Seite. Hier drin machen wir es nicht. Da braucht es erstmal nicht. Hier drin machen wir es nicht, da müssen wir noch die Signale versetzen. Im Tunnel haben wir ja wieder den Bug. Also da verschwindet es halt einfach in der Seitenmauer. Da könnte man noch eins hinbauen. Ah, ich sehe gerade, ein Signal fehlt uns hier noch. Und zwar von der Strecke hier, wenn er da rausfährt. Autosig bitte mal kurz nein. Gut, und die tun wir mal versetzen. Ah, einmal hier. Und ich glaube beim anderen Tunnel hatten wir das, ja genau. Lassen wir die komplett weg. Ja, da lassen wir sie komplett weg. Okay, dann haben wir jetzt hier die Strecke. Ah, wir haben schon wieder 15 Millionen. Läuft gut. Hier werde ich vermutlich offscreen noch ein bisschen Deko machen. Das mache ich gern für mich, damit ich das hier noch schön mache. Und auch hier nur ein bisschen ran. Wir werden jetzt den Straßenanschluss hier noch machen. Wenn der Autosave vorbei ist. Das hier. Da werde ich jetzt mal passieren, weil sonst bauen die nur wieder. Das hier mal abreißen und machen eine schöne Kurve da rein. Und da machen wir den. Machen das so, wir fahren noch ein bisschen gerad. Und dann hier den Anschluss. Und dann. Würde ich sagen, fahren wir mit dem da. Dass hier schön grad ist. Okay. Das Grün vom Gras passt jetzt hier nicht ganz. Macht der Boden. Abgleich funktioniert irgendwie nicht so geil. Machen wir das mit Tram. Ja, wir hätten das. Machen wir das Tram, ja, Gleis elektrifiziert. Wir können da unten reinfahren. Und oben der Bus. Und dann machen wir das hier auch gerade schon mal. Wir nehmen mal. Endlich. Ach ja, warum eigentlich nicht? Ich würde sagen, zum ersten Mal bleibst du hier stehen.
Von da fährst du hier. Bleibst du oben nochmal stehen. Bleibst hier stehen. Und nochmal hier. Werkzeuge. Und überall Tramgleis schon mal machen. Es sollte passen. Nice, das ist dann Aylesham Linie 1. Und dann könnten wir gerade schon welche losschicken. Schauen wir, was wir so an Straßenbahn jetzt haben. Ja, hat sich nicht sehr viel getan. Da würde ich mir den jetzt sicher nehmen. Da kommen 30. Warte mal, 4 von denen. Linie 1. Okay. Den Part hier, den muss er sich teilen mit der Werkzeuglinie. Den hier. Aber das sollte jetzt kein großes Problem sein. Nice. Und dann ist die Frage, 11 Millionen. Machen wir hier mal gerade die Linie. Von da nach da. Hä? Den Bahnhof erwischt. Welches Gleis ist da noch bis jetzt? Ich würde sagen, du fährst hier auf das Äußerste. Also Gleis 3. Fährt dann hier so rein. Und das nennen wir jetzt... Wie nennen wir das jetzt? Wir haben die Gotthardbahn, wir haben die Lötschbergbahn. So überlegen. Hast du mit die rätische Bahn, aber dann müsste es Schmalspur sein. Gott, wir haben 1958, wir sind jetzt einfach, das ist SB Regio Express 01. Das hat jetzt keinen besonderen Namen. Von der Lok her, es ist, vielleicht gehen wir mit der Komposition. Aber ich glaube, Englisch haben wir da ja nicht so viel. Schweiz haben wir nicht so viel. Außerdem noch blauer Pfeil. 930. Als Regio Express. Ja, warum eigentlich nicht? 110 fährt der. Roter Pfeil, 125. Ich meine, mit der Lok wäre es halt viel, viel teurer. Oh, die kostet schon mal 7 Millionen. Eine. Ich glaube, wir machen das mit einem roten Pfeil. Anzahl 2. Auf den Regio Express. Mit dem werden wir mitfahren und den lassen wir hier erstmal stehen. Der soll dann losfahren, wenn er von oben wegfährt. Blaue Pfeil. Können wir noch gerade ein paar auf die Strecke schicken, dann haben wir hier ein bisschen Verkehr. Gut, dann machen wir meine Mitfahrt. Oh, der hat so eine Kamera. Finde ich jetzt nicht so geil. Da kann man umschalten. Gut, bleiben wir mal in der Ansicht. Vorankündigung für 120. Gilt natürlich jetzt nur für links. Au, das sind die FPS unten. 17 FPS. Oh shit. Oh, da geht es sogar nach unten.
Also sorry, wenn es jetzt da ein bisschen ruckelt, ne? Genau, jetzt soll es eigentlich konstant gehen. Von der Steigerung her. Vorankündigung für 80. Was er natürlich noch nicht fährt. Und dann geht es hier in die enge Kurve. Rauf auf Viadukt. Und ab in den letzten Tunnel, wo er dann wieder Gas geben kann. Bis er mehr abgeht von der Steigung. Komisch, ist das jetzt nur wegen der Ansicht? Also irgendwas gefällt dem Spiel nicht, oder ist das wegen der Geschwindigkeit? Ja, jetzt ist es wieder halbwegs normal. Okay, der ist jetzt erstmal da oben. Das ist der rote Pfeil, jetzt ist wieder normal. Jetzt muss ich mal wieder mal rangehen. Ja, also irgendwas am roten Pfeil gefällt ihm mal gar nicht. Schade. Jetzt schicken wir den anderen Zug gerade mal los. Und wir werden ihn dann schon mal umkehren lassen, damit er hier reinfährt. Okay. Cool. Ja, ich werde noch ein bisschen Schirmbau machen auf der Strecke. Ich zeige es euch dann natürlich. Und hier oben. Aber dann haben wir jetzt hier schon mal Aceham angeschlossen. Dann ist jetzt die letzte SBB-Strecke. 1, 2, 3, 4 da unten. Coole Sache. Mal schauen, wie viele rote Pfeile wir da brauchen. Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass da viel Verkehr kommt, nachdem die Stadt ja hier bewirtschaftet wird. Interessant, das ist sogar mal einbrochen. Aber das sollte jetzt gleich wieder steigen. Cool, das war's mit der Episode. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.